Hallo Leute, hier ist euer Dream Team, beziehungsweise heute mal nur ich. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie man aus diesen wunderhübschen Muffins hier echt coole Halloween-Muffins gestalten kann. Und zwar benötigt ihr als erstes Zuckerguss, den ihr euch aus Puderzucker und Wasser herstellen könnt. Dann nehmt ihr diesen Zuckerguss und bestreicht eure Muffins damit. Ich habe den jetzt hier in dieser Tasse. Wenn was daneben läuft, ist ja nicht schlimm, ne? Kann man ja alles wieder putzen. Das macht ihr einfach mit allen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel Marshmallows draufsetzen und sie mit schwarzer Zuckerfarbe dekorieren. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich ein paar Augen mache. Und einen Mund, wie man ihn von einem Geist kennt. Sieht doch echt super aus. Als nächstes könnt ihr super Spinnennetze gestalten. Da würde ich einfach in der Mitte anfangen. Zum Beispiel Spinnen setzen oder ihr habt so Schokotröpfchen wie ich. Ich nehme jetzt einfach so Schokotröpfchen und setze so ein Schokotröpfchen hier drauf. Und das macht ihr jetzt so weiter, bis ihr mega coole Halloween-Muffins habt. Und wenn es nicht mehr klebt, nehmt ihr einfach noch einen Zuckerguss, macht den an den Marshmallow unten drauf und dann klebt's. Nicht so detailgetreu sein. Ich finde es eigentlich voll cool. So, und das ist jetzt mein Ergebnis. Ich finde es nicht so schlecht. Ich finde eigentlich die Spinnen und die Spinnennetze sind so mega cool. Die Geister auch. Das Skelett ist etwas misslungen. Wenn ihr es auch cool findet, einfach einen Daumen nach oben geben und darunter kommentieren. Und wenn ihr sie nachgemacht habt, schickt gerne Bilder.